Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Es ist soweit, Star Wars Outlaws ist draußen und das werden wir jetzt spielen. Werden wir jetzt gleich reinstarten, weiß ich schon, da gibt es eine Cutscene. Die Cutscene habe ich mir, um ehrlich zu sein, schon angeschaut. Danach habe ich aber noch nichts gemacht, ich habe nur geguckt, ob das Spiel läuft. Deswegen jetzt einmal für euch die Cutscene und dann starten wir in das Spiel rein und erleben das Ganze zusammen. Viel Spaß! Hungrig? Oh, endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Sliro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzruten ausbeutet. Dadiani Tuamaal. Shuto. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Das klappt schon, ha? Dank, Farek. Wo ist es? Schon gut, schon gut. Jetzt gibt's erstmal Futter. Und damit kann ich mich bewegen und wir sind im Spiel drin. Wie krass das ist. Ich muss sagen, die Musik hört sich richtig gut an. Lass uns mal einmal kurz hier erkunden. Einfach, oh, wir können einen Datenblock lesen. Okay, wir hatten eine Abmachung. Es war nicht billig, die Polizei von dem Fall abzuziehen, aber du hast nichts geliefert. Oh oh, ich habe jeden Hehler im Arbeiterviertel gefragt und du hast bei allen nichts als Schulden. Du musst mit ihnen abrechnen, sonst wird mit dir abgerechnet. Ich gebe dir 3 Tage Sneem. Da liegt ein, Wir brauchen richtiges Essen. Ach, was auch immer das ist. Einmal hier gucken, was ist hier? Der Scanner überprüfen. Der Scanner ist ruhig heute. Hoffentlich bleibt es so. Ach, genug geübt. Zeit für richtige Schlösser. Ah. Hat die das Knacken von Schlössern geübt? Okay. Gehen wir mal raus und gucken, wo wir sind. Das sieht mir fast so ein bisschen nach Tatooine aus. Ich liebe das Spiel. 10 von 10 Gonk-Druiden. Alles klar. Bestes Spiel. Spiel des Jahres.
Kann ich hier lang? Nein. Ich komme ja schon nichts. Du kriegst was zu futtern. Oh Mann, das wird Spaß machen, sich diese ganzen Poster mal anzuschauen. Was ist hier drüben noch so? Nein, wir müssen weitermachen. Wir müssen nichts folgen. Mitten in der Bar. Oh, wir sind auf Canto Bite, der zerbrochene Huf. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall schon mal 1+. Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne die nicht, gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram, ist das für mich? Nein, aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorg dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Okay, neuer Questgegenstand, defekter Datenstift. Sehr, sehr cool. Dann schauen wir mal, aber... Ah, diese ganzen Leute, die hier sitzen. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich mag die Sequels nicht wirklich. Ich mag Episode 8 nicht. Ich fand, da war auch die Sequenz hier auf Canto Bight echt dumm. Mit einem kaputten Datenstift kommen wir nicht weit. Komm, nix. Wir gehen zu Preban. Dann brechen wir in den Club Tarsus ein und stehlen die gefälschten ID-Karten aus dem Safe. Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernwelten. Okay. Sehr. Noch ein Gong-Druide, meine Güte. Okay, ich werde die Hauptquests machen, aber dass man hier schon direkt einfach rumwandern kann, ist krass. Wir haben einen beschädigten Hydroschlüssel, was auch immer uns das bringt. Das ist sehr cool. Wir können sogar rennen. Standort des Ziels anzuzeigen. Ah, okay. Sieht aus, als wären alle Händler beim Canto Cup. Ah, da haben wir so Wegpunkte. Diese Canto Bight Wachen. Oh mein Gott, das Feeling hier ist echt tippitoppi. Ein Protokolldruide, an dem geschweißt wird. Ein Astromech. Reban. Nopata ke. Chichi noga betisa tukamna. Na Six King pint ut Jidwana uba Japago ja massiv no lia Club Tarsis. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Anji chusa tajis galif. Sosa uba ropada tis. Sung pit crispo. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sati uba. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind... die sechste Sippe oder Gefängnis. Aku, an Ubatinka Sakutu Utwata. Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Preban, hilf mir ein letztes Mal, dann bist du mich für immer los. Eniki, Kuduba Numa Jeche Kopa. Basabata Jope Uba Vepta Jakrita. Wir uns ein paar Kredits. Okay, wie machen wir das? Wir haben 5 und wir brauchen 100. Ich habe nachts heimlich die Rennvorbereitungen beobachtet.
Sie sehen aus, als hätten Sie ein paar Kredits übrig. Oh, Hilfe. Händler verkaufen eine Vielzahl spezieller Waren, von Ausrüstung über Informationen bis hin zu Materialien, die Kay für die Verbesserung ihrer Fahrzeuge und ihres Blasters braucht. Bei Syndikaten nahestehenden Händlern zählt der Ruf. Die Waren sind teurer oder billiger, je nachdem, wie es um Kays Ruf bestellt ist. Dem Syndikat nahestehende Händler bieten ihre besten Waren nur vertrauenswürdigsten Kunden an. Kay kann Zugriff auf ihr VIP-Angebot erhalten, indem sie ihren Ruf verbessert. Interessant. Ich könnte jetzt mal gucken, ob ich den beschädigten Hydro-Schlüssel verkaufe. Ist die Frage, ob ich den nicht noch gebrauchen kann. Hier kommen wir erstmal nicht durch. Ist die Frage, ob man da später irgendwann durch kann? Was ist da? Was ist das? Kann ich dich streicheln? Du hast einen Punkt über dem Kopf, aber ich kann nichts machen. Okay. Erkunden wir die Welt doch einfach mal. Und gucken, wie wir Credits kriegen können. Ich habe genug Teile geborgen, um die sechste Sippe zu schmieren. Denen ist egal, woher das Zeug stammt. Beschädigten Datenblock haben wir jetzt. Was ist das? Das ist so ein Polizeispeeder. Hier ist wieder dieses Credit-Symbol, aber ich glaube, dieses Credit-Symbol ist einfach nur ein Händler. Ist aber interessant, dass ich jetzt so gar keine Mission habe, sondern einfach nur die Welt erforschen muss, um Credits zu finden. Und ich kann mir nicht... Was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt hier nur Sachen verkaufen soll. Was ist das? Die Rechnung. Die drei Milo-Runen, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob nix das war. Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komme ich ihn mir holen. Na wunderbar. Ich dachte schon, er will mir ein paar Credits schenken. Hier kriegt man nichts geschenkt. Hier wird man nur abgezockt. Kommt man hier noch weiter? Nein. Hier oben kommen wir bestimmt wieder dahin, wo wir waren. Okay. Hey, Nefis, ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich hab eine Stelle in meiner Rohrschraubermannschaft frei. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauche jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Klar, die hast du immer, Kay. Da kriegen wir wohl auch keine Credits her. Also... würden wir bestimmt vielleicht irgendwelche bekommen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas brauchen. Wie sieht's hier aus? Ich würde 10 und 12 Credits bekommen, aber... Okay, der Gegenstand hat keinen Nutzen, kann bedenkenlos verkauft werden. Dann verkaufen wir den wohl. Achso, muss ich gedrückt halten. Verkauft. Verkauft. Immerhin 27 Credits, aber wir brauchen 100. Kann ich mit dem... Polizist reden? Nein. Oh, aber das sieht schon cool aus. Ne, da hinten einfach ein Koch und das sind nicht alles Menschen. Das sind jede Menge Aliens mit dabei. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Was kann Nix machen? Oh, der kann den beklauen. Machst du das schon? Ah, jetzt. Was kriegen wir? Das funktioniert? Oder muss ich dafür irgendwas machen? Nix. Voldemort, auf dich ist verlassen. Ah. Ah. Wir haben einfach mal eben Credits geklaut. Jetzt habe ich verstanden, wie es geht. Kann bedenkenlos verkauft werden. Kann bedenkenlos verkauft werden. Da sind wir schon bei 70 Credits. Tschüssi. Kann er den nicht bestehen? Da drüben können wir was machen. Was ist das? Nix. Ja, die sechste Sippe hat sich dessen bereits angenommen. Klauen hier bitte. Gut gemacht, Kleiner. Wie viele Credits haben wir denn jetzt? Oh, 95 Credits. Jawohl, wir sind fast da. Und das kannst du mir auch holen? Nix. Wo sind wir denn? Hier! Aha, vorübergehend nicht verfügbar. Schade, ich dachte, vielleicht kann man hier auch ein bisschen was gewinnen. Wenn wir hier gut spielen? Nein.
Was ist mit dir hier? Viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Okay. Jetzt hätte ich wahrscheinlich genügend Credits, um Preban zu bezahlen, aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo Preban ist. Kommt man hier so durch? Ah. Ohne einen Datenstift breche ich nirgendwo ein. Okay, da müsste ich einen Datenstift haben, um da weiterzukommen. Meine Güte. Gehen wir das mal auf. Also los, auf. Ach, das sind einfach die Credits. Okay. Hey. Was haben wir hier drüben? Dann laufen wir mal zurück zu Preban. Oh, da oben gibt's noch was. Lass uns da mal einmal gucken, ob das irgendwas von Wert ist. Ein beschädigter Hydroschlüssel. Und wer bist du? Wie läuft das Geschäft, Valek? Viel zu gut. Ich komme nicht weg, um auf die Fatir-Rennen zu setzen. Dabei habe ich einen heißen Tipp bekommen. Ich könnte die Wette für dich platzieren. Wir sind ja Freunde. Ach ja? Das wäre klasse. In der Nähe ist ein Datenblock von einem Freund mit dem Namen des Siegers. Finde ihn und setze alles. Kein Problem. Okay, also müssen wir den Datenblock finden. Ah, hier. Wo? Was hier. Meinst du, Nix? Sollen wir Cash den zerbrochenen Sprags. Ein bisschen wetten? Cash Sprags. Interessant. Muss ich mir merken. Ach, er tut mir fast leid. Aber ich brauche die Kredits dringender als er. Wo müssen wir denn jetzt? Wo ist Preban? Warte, müssen wir hier lang? Können wir hier lang? Hier lang können wir. Es wird ein bisschen dauern, bis ich mich hier vernünftig zurechtfinde. Aber da ist Preban. Hey, Preban. Ich hab die Kredits. Wata. Chubakawa biasa jebe chutpasabata. Na gut. Probiert alles klar. Holen wir die ID-Karte aus dem Club Tarsus. Das ist unser Ticket in die Freiheit, Nix. Und im Handumdrehen sind wir reich. Na gut, probieren wir ihn aus. Ich würde, um ehrlich zu sein, wenn ich es finde, gerne zurück in den zerbrochenen Huf gehen. Ich glaube, dafür müssen wir ganz hier runter. Und einmal versuchen, auf Cash Sprags zu setzen. Ist wahrscheinlich dumm, weil wir nur 44 Credits haben. Wenn ich da jetzt rein kann, das ist natürlich so die Frage, ob das geht. Während der Mission. Das geht. Kann ich hier wetten? Wer läuft denn heute? Streckenschmelzer, Sabakschiebung, knallharter Komplize, eifriger Springer, koreanische Überraschung, Hojib-Pfote? Das ist es! Das bedeutendste Rennen der Galaxis! Aber da ist doch keiner. Der ist von Alderaan, der von Duro. Guck mal kurz, helfe. Du kannst Wetten auf die Fatir-Rennen von Canto Byte abschließen. Sieh dir die Teilnehmer genau an, bevor du deine Credits setzt. Würde ich ganz gerne machen. Kann ich denn hier irgendwie... Heute ist dein Tag. Nee. Ah, da, Cash Sprags. Ausgelaugt. Kann ich irgendwie die Wette erhöhen? Hm. Gut, ich habe jetzt einfach mal 5 Credits gewettet. Vielleicht. Oh. Komm schon, Cash Sprags. Komm schon, ich brauche meine 35 Credits. Oh, der ist ganz weit hinten. Oh, Cash Sprags rennt nach vorne. Ist erster. Wird er nochmal überholt? Wird er nochmal überholt? Oh oh. Zweiter. Komm schon, ich brauch die Credits. Ich brauch die Credits. Das kriegst du hin. Jawoll! Was für ein Glückstier! Sehr, sehr cool. Immerhin ein paar Credits dazugekriegt. Müsste ich mal gucken, ob man vielleicht doch noch mehr setzen kann als nur 5 Credits. Aber das war auf jeden Fall schon nicht schlecht. So, jetzt Club Tarsus. Eigentliche Mission weitermachen. Bisher bin ich
sehr positiv von diesem Spiel überrascht. Sehr, sehr positiv. Rennen wir mal hier weiter. Und sehen zu, da diese Arcade-Spiele würde ich auch ganz gerne spielen, aber versuchen wir es mal hier. Da war ich ja gerade schon. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Datenstift benutzen. Na. Jetzt. Okay. Ah Mann, man muss es immer im Rhythmus machen. Hör auf das rhythmische Muster und drücke jeweils synchron zu jedem Beat im Loop auf RT. Du kannst nach links und rechts gucken. Wenn du möchtest, kannst du eine zusätzlich visuelle UI-Hilfe aktivieren. Möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte das eigentlich. Ah, man muss es dann rechtzeitig machen. Okay. Rechtzeitig im Beat. Habe ich verstanden. Schließen wir die Tür mal wieder. Nicht, dass sonst irgendwer misstrauisch wird. Es geht aufwärts. Schleichen wir mal aufwärts. Oh. Okay, das ist jetzt sehr Jedi Fallen Order mäßig. Aber trotzdem immer noch extrem atmosphärisch. Dann lassen wir uns hier mal fallen, würde ich sagen. Mach schon, Max. Wie ich's dir beigebracht habe. Wo? Ah, da hinten. Drückst du den Knopf für mich, Nix? Schließen wir die Tür bitte wieder. Oh. Und schleichen hier rum. Nix kann hier die beide Türen öffnen, aber ich habe ein bisschen Nix. Angst. Mach die Tür auf. Okay, ist einfach nur ein Klo. Das kann ich hier schließen. Ich das oh oh. Na, lassen wir die Tür mal offen. Da wären wir. Gong-Druide, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wo müssen wir denn hier lang? Dann Dörf vermutlich hier. Eines ihrer Fatiere tritt beim Rennen an. Was dem Casino? Geht's runter, da müssen wir wahrscheinlich. Lasst uns noch mal kurz gucken, wo es hier so lang geht, dass wir ein bisschen besser vorbereitet sind. Oh, hier kommt man rein. Da sollte ich vielleicht nicht. Warte. Kannst du irgendwas tun? Nein. Ich könnte dich streicheln. Verhalte dich unauffällig. Wir kommen jeden Tag hierher. Nix stimmt, okay. Ach, fast da. Die ID-Karte ist im Büro vom Boss. Okay, lehnen wir uns mal an und genießen die Aussicht erstmal. Wo kommt man denn hier? Da unten ist eine Bar, da ist eine Band. Das ist, würde man vielleicht von Star Wars nicht erwarten, diese Art von Musik, aber ich finde, es passt irgendwie. Gucken wir mal hier weiter, ob wir hier lang können. Laufen wir ein bisschen schneller. Kann man das da aufnehmen? Leuchtet einfach so. Wo kommen wir denn hier lang? Heben wir das mal auf. Was ist das? Hallo? Warum kann ich das denn jetzt nicht aufheben? Danke. Oh, einfach Credits. Muss man die ablenken? Ne, die stehen da einfach so rum und quatschen. Weiter runter. Die nächste Lieferung kommt bei Sonderaufgaben. Warren Twi'lek, ein Iterianer da drüben. Reden wir mal. Was darf's denn sein? Zutritt zum Büro vom Boss. Ich schulde Ven Geld und will sicher gehen, dass sie es auch kriegt. Keine Chance. Vrell hat heute Abend Dienst und an dem kommt keiner vorbei. Ah, ein echter Slemo, was? Ja, er interessiert sich nur für zwei Dinge. Schnelles Geld und schnelle Gleiter. Hat sich gerade erst einen brandneuen T-85 geleistet. Ah, lass mich raten. Er redet pausenlos davon. Liebt ihn mehr als seine Mutter. Also, willst du was trinken? Nee, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Danke. Da war doch ein Gleiter oben. Müssen wir den sabotieren vielleicht, damit der rauskommt aus dem Büro? Einmal gucken, was hier drüben noch los ist. Alter, die Musik ist aber auch schon laut, ne? Aber die tanzen. Ist das
ist das erste Mal, dass man Leute in Star Wars tanzen sieht? Ich wüsste es nicht. Kommt man hier drüben irgendwo lang? Hey, oh. Also, ich bin Kay und du musst mich durchlassen. Nicht auf der Liste. Mein Freund Preban hat mich auf die Liste gesetzt. Preban hat nicht genug gezahlt. Bestechen haben wir nicht. Versuchen wir zu bluffen. Kennst du jemanden, der einen T85 hat? Ja, das ist meiner. Schicker Gleiter. Ein paar Schrottratten da draußen versuchen gerade ihn zu klauen. Was? Weg da! Niemand klaut meinen Jogen. Den habe ich gerade erst aufgematzt. Perfekt. Öffnen wir die Tür mal. Hat geklappt. Und dann schließen wir sie auch. Oh, nix. Komm bitte noch mit rein. Tür schließen. Und dann schauen wir mal, ob wir somit ins Büro kommen. Oh, oh, oh. Was ist das denn da? Uh-oh. Nichtsahnende Gegner können durch einen Niederschlag ausgeschaltet werden. Voll in die Nieren. Autsch, autsch, autsch. Öffnen. Ist jetzt wieder lauter. Knacken wir das Schloss, schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. Wo denn? Hier drüben? Jupp. Okay. Jawohl, das hat diesmal schneller geklappt. Credits. Ach, komm, Preban. In deinen Plänen waren keine Druckplatten. Oh. Dank Farik. Das ist gar nicht gut. Okay, kann ich auch. Den kann ich auch. Das ist wie ein Gears of War. Und das ist schon sehr laut. Ich versuche mal kurz die Lautstärke ein bisschen runterzustellen. So, ich hoffe, die Lautstärke ist ein bisschen besser eingestellt. Oh, da von dem können wir uns nichts schnappen. Na gut, alles gut. Nichts wie weg hier. Öffnen wir die Tür. Und hauen hoffentlich schnell. So war das nicht geplant. Was habe ich nur getan? Das war wohl vielleicht dumm, würde ich mal sagen. Sich da nicht besser abzusichern. Wo kommen wir jetzt hier weiter? Hier lang? Okay. Öffnen wir das. Oh. Oh. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte das andere machen, aber gut. Das sind so Stims oder so, die haben wir voll. Ich will... Tob dich aus, Nix. Nix angreifen lassen. Versuchen wir, sie zu betäuben. Und jetzt... Okay, betäuben funktioniert so. Oh, betäuben funktioniert so. Oh, das können wir nicht nochmal machen. Dann hat der halt Pech. Und wir beeilen uns. Oh, das sieht so ein bisschen hier wie das Lager in Mando Staffel... Nee, The Book of Boba Fett, wo Mando aufgetaucht ist, auf. Schließen wir die Tür. Und dann warte, lass uns einmal kurz gucken, wo es hier lang geht. Ach, hier sind wir bei dem Speeder wieder. Das ist ja interessant. Lass uns einmal kurz gucken, ob hier noch irgendwas... Aber das ist... Hier sind wir doch nicht reingekommen, oder? Was sollen wir tun, Nix? Ich habe nicht damit gerechnet, erwischt zu werden. Schacht öffnen. Klettern wir mal rein. Und hier rauf. Oh, kommt man da weiter? Doch, da ist noch ein weiterer Schacht. Einmal rein hier. Das öffnen. Gut, also, wir haben die ID-Karte. Zum Hof, da sind wir sicher. Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja. Nee, wir gehen zum Hof jetzt. Kommt man hier runter? Okay. Dann hier lang. Das ist ein cooles Tutorial-Level, muss ich sagen. Ein
dann... Oh, los, was war das? Zurück zur Kantina. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Ja, hab ich vor. Wie kommen wir denn da lang? Ist das hier? Ach, das ist, da sind wir schon, okay. Kein Bram. Gut. Oh-oh. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Was passiert jetzt? Lauf hier rauf. Okay, lauf hier einfach rauf. Bram, ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hey, Wes! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir es hinter uns. Du sagst nichts. Und tust nichts. Nein, 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 nein! Kommt schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit der. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, gab sie's hier draußen? Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen. Bram. Es ist nichts. Dein Bein. Es ist nichts. Das ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. Die sechste Sippe ist überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Lass dich nicht erwischen, hab ich vor. Ich hab gehört, sie wohnt irgendwo über der Kantina. Wenn du sie siehst, kommst du sofort zu uns. Hier lang kann ich da rauf, da kann ich rauf. Sehr nice. Das ist der Weg, den wir gerade auch hergekommen sind, ne? Naja. Einmal hier rüber. Und dann sind wir wieder da. Gut, rennen wir einfach mal hier lang. Das hat auf jeden Fall so ein bisschen was von Assassin's Creed. Oha. Oha. Haken. Das hat was von Indiana Jones. Können wir hier irgendwo hoch? Sieht mir nicht danach aus, also müssen wir hier lang. Runter hier. Oh. Das hat wieder was von Jedi Fallen Order. Aber auch hier so am Tag. Wir wissen, dass du Kay geholfen. Sie sind Prevan auf die Schliche gekommen. Oh. Ich bin wohl nicht die Einzige, die Kanto verlassen muss. Ich bezweifle, dass Prevan da lebend rauskommt. Laut Brams Datenblock heißt die Kontaktperson Danyan und müsste da drüben sein. Dann gucken wir mal, ob wir Danyan finden. Los geht's! Wo bist du her?
Du bist von hier? Ja, aber so habe ich das noch nie gesehen. Ist eine spannende Stadt. Nur von Weitem. Wer ist das Ziel? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Zerek Besh. Die sind neu, haben Geld und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihnen. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber in seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Der Passwortknacker. Ich hoffe, du und dein kleiner Freund seid so gut, wie Bram sagt. Dein Halt. Jetzt mach uns alle reich. Okay. Wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schleichst dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Wenn man einen Gangsterboss wie Sliro angreift, muss man es ernst meinen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ich kann mir nur vorstellen, dass das ziemlich in die Hose geht. Aber ich würde sagen, das war eine gute erste Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und heute wird definitiv noch mindestens eine zweite Folge kommen. Also schaut auf jeden Fall wieder vorbei. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.